So, liebe Freunde, erkläre ich euch nochmal in Kurzform die Höhe der Steuer. Wir zahlen 40% am Tag für diese nette Demokratie und den Banken. Darüber hinaus, wenn wir etwas kaufen, müssen wir ja die anderen 40% für das Produkt auch noch bezahlen. Und da das ja 365 Tage hat, müssen wir das mal 365 Tage nehmen. Ergibt 29.200%. Naja, ist ja bloß am Tag, ist ja nicht so schlimm. Weil früher hatten wir mal in der Hanse 20%. Im Jahr ergibt durch 365 0,054%. Am Tag, die wir zu zahlen hatten, an unsere lieben Fürsten, an unsere lieben Könige und für die liebe Kirche. Ja, die Kirche waren nämlich die Edelleute und Edelfrauen. Und heutzutage sind ja eigentlich auch die Fürsten die Unternehmer. Die müssen es nun mal wieder selber wissen. Die müssten mal ihren Kopf einschalten und sagen, hurra, wir sind die Fürsten und mal ihre Macht gebrauchen. Und nicht demokratisch sie einfach wegschmeißen. Ja? Und die Banken, die uns so ausrauben, die kommen damit nicht klar mit diesen 30.000%. Das ist denen noch zu wenig. Ich weiß nicht, wie man es schaffen kann, dass der Sklave 30.000% am Tag für die Banken schuftet und die Banken gehen dann noch bankrott. Das ist ein Kunststück. Und zwar ein richtiges. Aber das größte Kunststück hatte die Frau Merkel geschafft. Die musste ja die Banken unbedingt retten. Ich weiß zwar nicht wovor. Vor den Ruinen. Also jeder Fürst, der bankrott geht, der wird enteignet. Ja, dem wird alles weggenommen. Und sogar wenn der Fürst tot ist, wird er noch beraubt. Wird Leichenschändung begangen an ihm, an uns allen. Aber ganz demokratisch natürlich. Ne? Ne? Das muss ja sein, Demokratie. Leichenschändung demokratisch. Und heute wird gewählt, da bin ich mal gespannt, ob sie weiterhin zur Leichenschändung stehen und zu den 30.000%. Ich denke mal ja. Und die meisten kapieren es ja eh nicht. Da ist oben das Licht aus. Und das, obwohl sie es nicht mal sein wollen, dumm. Nein, sie werden dumm gehalten. Sie lernen ja auch nur das, was sie wissen sollen. Und nicht wissen müssten. So, jetzt habe ich euch zusammengeschissen. Jetzt ist Ende.